Für die Bullen gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, sie haben gestern eine Schlacht gewonnen, nämlich die Bullen mit dieser Drehung, diesem Reversal, das wir an der Wall Street gesehen haben. Die schlechte Nachricht, wir haben es mit einem Bärenmarkt zu tun und gerade die gestrige Rallye bestätigte diese Bärenmarkt-Situation. Warum will ich Ihnen gleich zeigen? Jedenfalls ist das durchaus so, dass diese Rallye weitergehen kann, denn die Parameter waren extrem angespannt auf der Unterseite. Und wir wollen uns das Geschehen vor der Fed-Sitzung mal anschauen. Der S&P 500 gestern minus 1,68% gewesen zwischenzeitlich, dann noch knapp 0,6% plus 0,6% geschlossen. Der Nasdaq 1,6% nach oben gegangen. Und wir sehen Technology, Energy und Communication Services, Consumer Discretionary waren die besten Sektoren. Die defensiven Sektoren wie Healthcare, Utilities, Consumer Staple und Real Estate, die waren die schwächsten. Also typisches Risk-On-Verhalten, was wir hier gestern gesehen haben. Diese Drehung ist vor allem in der letzten Handelsstunde passiert. Hier sehen wir, wie die Indizes da nach oben gelaufen sind. Und das hat einen Grund, den will ich gleich zeigen. Wir haben praktisch 85% der Nasdaq-Aktien unter ihrer 200-Tages-Linie. Warum ist das, was gestern passiert ist, typisch für eine Bärenmarkt-Rallye? Wir haben gesehen, dass der Nasdaq über 1% im Minus war, auf sein 52-Wochen-Tief gefallen ist, also aus dem tiefsten Stand seit einem Jahr, und dann noch geschlossen hat mit einem Gewinn von mehr als 1%. Hier sehen Sie vielleicht in diesem Chart diese roten Punkte. Das sind die Situationen, in denen das in der Vergangenheit vorgekommen ist. Und wir sehen, das ist immer vorgekommen, gerade hier in dem Zeitraum 2000 und um Dotcom-Blase und der Finanzkrise herum sind solche roten Punkte öfter zu sehen. Und hier sehen wir mal die Performance, die dann nach solchen Dingen, nach solchen Reversals, wie wir beim Nasdaq es gesehen haben, also 52 Wochen Tiefs, über 1% im Minus, dann noch mit 1% plus oder mehr geschlossen. Da sehen wir, da ist in den nächsten 3 Tagen durchschnittlich dann eine Veränderung von minus 0,1%, also praktisch keine Veränderung. Innerhalb der nächsten 2 Wochen dann auf solche Events, wie wir sie gestern gesehen haben, minus 1,9%. Und dann sehen wir, dass die Performance in den nächsten Wochen, die nächsten 2 folgenden Wochen dann minus 6,1% und dann insgesamt 1 Monat minus 8,1%. Ich gehe davon aus, dass wir durchaus jetzt eine Erholungsrallye sehen können, dann aber der nächste Downmove kommt mit einem neuen Tief, dann wahrscheinlich im Mai noch und dann vielleicht irgendetwas passiert, was die Bullen wieder glücklicher stimmen kann. Jedenfalls sehen wir, dass da die Performance nach solchen Ereignissen eher nicht so toll ist. Und dass wir gestern diese Drehung gesehen haben, das hatte durchaus Gründe gehabt. Wir sehen etwa den VIX, die Volatilität, negative Divergenz, RSI total überdehnt nach oben, also Vola runter. Das war gut für die Aktienmärkte. Wir sehen unten den Nasdaq Composite Bullish Percentage Index. Wenn Sie da mal ganz unten in diesem Chart gucken, da sehen wir Extremwerte auf der Unterseite. Das schnappt dann schlichtweg nach oben. Also die Charts haben das angekündigt, ebenso wie etwa die kumulative Advanced Decline Linie. Also das ist praktisch die Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zu den Aktien, die fallen. Und hier sehen wir, da nähern wir uns den Tiefs, die wir zuletzt 2016 gesehen haben. Das zeigt also, wie stark hier die Dinge teilweise auf der Unterseite jetzt gewesen sind. Wir haben oben im RSI eine positive Divergenz. Das ist dieser Strich hier oben, den Sie sehen in diesem Chart. Und wenn wir etwa einmal eine Emerson anschauen, die gestern hier weitergefallen ist, die ist jetzt, was den RSI betrifft, so überkauft wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Also das schreit dann durchaus mal nach einer Gegenreaktion, ohne dass wir jetzt sozusagen schon in einem bullischen Kontext wären. Im Gegenteil. Wir haben hier Mike Wilson von Morgan Stanley, der hier eine sogenannte Victory Lap dreht, also eine Siegerrunde dreht, denn er hatte genau das gesagt, was dann passiert ist. Im Gegensatz zu Marco Kolanovic etwa von JP Morgan, der immer gesagt hat, kauf den Dip, kauf den Dip. Vielleicht kann man jetzt den Dip kaufen, viel eher. Hier sehen wir mal
den Chart der Seite 2020. Das Hoch kurz vor dem Corona-Crash war bei knapp 3.400 Punkten. Dann ging es runter auf 2.200, wenn ich das richtig erinnere. Und dann dieser Move nach oben mit der Fed-Liquidität. Jetzt wird diese Fed-Liquidität entzogen. Dementsprechend haben es die Märkte schwieriger. Wir haben die höchste Inflation seit 40 Jahren. Die Rates, die Zinsen haben sich praktisch verdoppelt in 2 Monaten. Und dennoch sind die Bewertungen noch relativ sportlich. Das ist das Problem, das die Märkte haben. Auch wenn wir jetzt einen technischen Bounce nach oben sehen, bleibt es so, dass eben angesichts dieses Umfelds die Bewertungen durchaus hoch sind und zu hoch sind wahrscheinlich, mindestens solange die Fed nicht umsteuert. Hier sehen Sie mal in diesem Chart, meine Damen und Herren, warum diese Drehung vielleicht erfolgt ist. Wir sind jetzt nämlich ganz genau gelaufen auf das Tief aus dem Mai 2021. Da war eine dicke Unterstützung, genau da sind wir hingelaufen. Wir haben vorhin einige Parameter gesehen, die extrem überspannt waren in die eine oder andere Richtung, je nachdem, beim VIX nach oben hin, bei den Indizes und einzelnen Aktien nach unten hin. Und dann kommt eben eine solche Drehung. Wir sehen Growth Value im Russell 1000. Hier sehen wir, wie stark hier die Dinge schon auch in Richtung Value gelaufen sind. Und dass dann eben ein Rückschnapper kommt, das ist nicht wirklich überraschend. Aber was übergeordnet wichtig ist, Investor Margin Accounts, das sind also praktisch der sogenannte Margin Debt, also das, was die Leute hebeln, die beleihen ja praktisch ihr eigenes Aktiendepot, können dann Geld bekommen dafür und weitere Aktien kaufen. Wir sehen, dass der Margin Debt relativ deutlich gefallen ist und der korrespondiert fast immer mit dem S&P 500, ist jetzt das erste Mal seit Juni 2020 negativ. Also wir sehen, da gab es eine gewisse Enthebelung, aber was noch wirklich wahrscheinlich folgenschwerer ist, dass wir sehen, dass das Sentiment in den Firmen selbst deutlich zu fallen beginnt. Corporate Sentiment ist jetzt so schwach wie seit 2020 nicht mehr. Also wir sehen, dass die Firmen selber pessimistischer werden. Klar, die sehen, dass ihre Kosten immens steigen. Sie fragen sich, können wir diese gestiegenen Kosten wirklich an den Konsumenten weitergeben oder ist der dann schlichtweg nicht mehr bereit, diese Preise zu bezahlen? Und wenn wir jetzt mal von den Tech-Werten sprechen, dann sehen wir hier die Tech-Earnings im S&P 500. Praktisch, wie verhält es sich da? Welchen Anteil machen die aus? Die Tech-Earnings, also die Gewinne der Tech-Unternehmen im Rahmen der anderen S&P 500-Unternehmen. Und hier sehen wir, das ist rückläufig derzeit. Das geht nach unten und gleichzeitig ist aber nach wie vor eben die Marktgewichtung dieser großen Tech-Aktien im S&P 500 sehr hoch. Jetzt ist Amazon weggeschossen worden. Da ist durchaus kurzfristig nochmal eine Rallye bei Amazon zu erwarten. Aber das wird der Spuren hinterlassen, ähnlich wie bei Netflix oder auch bei Meta. Da sind die goldenen Zeiten wahrscheinlich vorbei, als solche Aktien schlichtweg nur gestiegen sind. Und hier sehen wir mal die Rate Hike Expectations, also die Erwartungen, wie die Zinsen bis 2023 Februar laufen werden, und da könnte der Nasdaq durchaus noch einen Schnaps nach unten nehmen. Wie gesagt, nicht im kurzen Zeitfenster, aber mittelfristig dürfte das passieren. Und gestern haben wir vielleicht diese Drehung auch gesehen am Markt, weil die Bullen jetzt hoffen, dass die US-Konjunktur abschmiert, sodass die Fed dann umdenken muss. Hier sehen wir den City Economic Surprise Index, der deutlich jetzt nach unten zeigt. Also die reinkommenden Konjunkturdaten sind schwächer als die Erwartung. Wohin könnte der Markt laufen? Wir haben den ersten Widerstand beim 23,6er Fibonacci Retracement knapp unter der 4200er Marke beim S&P 500. Man müsste das auf andere Indizes dann natürlich eigens wieder berechnen. Dann das 38,2er Retracement bei 4282, das 50er Retracement bei 4350 in etwa. Also das wären durchaus Kursziele. Die Fed dürfte ja morgen die Zinsen um 0,5% anheben. Sie wird dann sagen, wie sie ihre Bilanzreduzierung machen will. All das ist natürlich schon letztlich eingepreist, ist ja bekannt. Aber wir sehen dennoch eine starke Volatilität an den US-Aktienmärkten, weil man eben nicht weiß, ob es zu einer Rezession kommt oder das noch nicht wirklich klar ist. Und wenn es zu einer Rezession käme, wären die Aktienmärkte zu teuer. Wenn nicht, hätten sie eine bessere Chance, sich gute zu halten. Wann kann die Fed umsteuern? Wann kann die Fed sagen, ach, wir werden die Zinsen doch nicht so stark anheben, vor allem wenn die Inflation unter 4% ist, wie hier Ken Griffin von Citadel
betont, da sind wir aber noch deutlich drüber. Deswegen ist diese Diskussion derzeit so wichtig. Haben wir Peak Inflation gesehen? Ist das hoch gewesen in Sachen Inflation in den USA, in Europa? In den USA mehren sich die Stimmen an der Wall Street, die sagen, ja, ja, Peak Inflation, aber das sind dieselben Stimmen, die schon vor 5 Monaten gerufen haben, Peak Inflation, und jedes Mal falsch lagen. Und dann gab es heute ein kleines Drama in China. Da ist nicht nur ein Sack Reis umgefallen. Die Herrschaften haben auch Feiertag. By the way, da wird der Tag der Arbeit noch gefeiert. Nämlich, da ist jemand mit einem Nachnamen Ma verhaftet worden, respektive gab es dann Turbulenzen bei der Alibaba-Aktie, weil die Investoren dachten, okay, das muss Jack Ma sein, aber offenkundig ist es gar nicht Jack Ma, daraufhin die Alibaba-Aktie wieder nach oben. Insgesamt fliegt China jetzt das eigene Narrativ um die Ohren, wie Jörg Wuttke, der Präsident der EU-Handelskammer in Shanghai, ganz klar sieht, betont, da ist es eben schlichtweg so, dass China gesagt hat, wir haben Corona im Griff, viel besser als der Westen. Jetzt ist diese Omikron-Variante da, man muss dieses Narrativ, wir sind viel besser als der Westen, aufrechterhalten. Ich möchte Ihnen dieses Interview mit Jörg Wuttke, Chinas Führung fliegt ihr eigenes Narrativ um die Ohren, unter dem Video verlinken. Absolutes Muss, meine Damen und Herren, wenn Sie verstehen wollen, was da in China passiert und nicht etwas seltsamen Theorien folgen, die mehr so aus dem hohlen Bauch geschmissen sind. Interessant gestern, by the way, wenn wir nochmal zum Marktgeschehen kommen. Gestern sind mal eben 300 Milliarden Euro entwichen in Stockholm, am Stockholmer Aktienmarkt. Da gab es einen Flash-Crash. Offenkundig gab es da technische Probleme. Jedenfalls war das eine Order von Citigroup, die man ausgeführt hat für Kunden. Jedenfalls ist da richtig was passiert. 300 Milliarden Euro in wenigen Sekunden. Dann hat sich der Markt wieder erholt. Also das sind Anzeichen dafür, dass da eine gewisse Normalität nicht vorhanden ist derzeit an den Märkten. Und normal scheint das auch nicht zu sein, was die New York Post berichtet. Nicht bestätigt, aber von einem Geheimdienst-Account, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, der auf Russisch sehr interessante Sachen auf Telegram postete, die New York Post hier aufnimmt. Putin to undergo cancer surgery, der muss sich also einer Krebsoperation unterziehen. Und wer sich den guten Mann angeschaut hat, zuletzt bei den Bildern, bei den Filmaufnahmen, die vom Kreml selber stammen, der sieht, da stimmt etwas nicht, der ist nicht gesund. Jetzt soll der ehemalige FSB-Chef während dieser Zeit der Operation wohl, wenn diese Angaben stimmen, übernehmen, und das deutet darauf hin, dass da, naja, eine gewisse Nervosität natürlich jetzt da ist. Was wird dieser Mann machen, falls diese Meldung stimmt, wenn Putin eine gewisse Zeit durch diese Operation ausgeschaltet ist, sozusagen. Kommen wir jetzt nochmal in Sachen Europa hier zur EZB. Wir haben heute um 11 Uhr, meine Damen und Herren, die Erzeugerpreise. Die Prognose liegt bei 36,3%. Christoph Barrot, der beste Forecaster der Welt, dessen Prognosen bisher immer gestimmt haben, sagt, meine Proxys deuten darauf hin, dass die höher ausfallen wird, also mehr als 36,3%. Jetzt hat ja Lagarde immer wieder gesagt, ja, wir sind datenabhängig. Man hat also das Mandat, Preisstabilität ist oberstes Mandat, und sagt dann, man ist datenabhängig und hat die Zinsen nach wie vor bei Null. Die Einlagezinsen sind negativ, die Erzeugerpreise, das ist zukünftige Inflation, das sind die Kosten für die Unternehmen, bei plus 36%. Sie glauben, dass die EZB reformierbar ist? Ich weiß es nicht, denke nicht. And the ECB, hier sehen wir mal die Inflation in Europa, by the way, in Holland, mit 11,2% am stärksten, aber je dunkler hier die Länder, desto stärker die Inflation. Da oben im Baltikum ist es relativ scharf. Und dann haben wir es in Tschechien, dann haben wir es in Griechenland, wir haben Spanien, wir haben Deutschland, wir haben Österreich. Also da ist einiges in der Mache. Ich will Ihnen neben diesem Interview mit Jörg Wuttke von der Handelskammer, der EU-Handelskammer in Shanghai, noch 2 Artikel empfehlen. US-Börsen, der Pessimismus erreicht historischen Ausmaß. Das erklärt vielleicht, warum wir jetzt durchaus eine Drehung sehen können. Und dann nochmal China. Vietnam ist der Gewinner der Null-Covid-Politik in China. Da zeigt sich, dass viele Firmen jetzt die Nase voll haben, weil sie permanent sozusagen, ja, weggesperrt werden können, zugemacht werden können, alles plötzlich zugemacht wird, obwohl vorher etwas komplett anderes kommuniziert wird. Vietnam ist offen. Viele sagen sich jetzt, okay, dann lassen wir
Dinge in Vietnam produzieren. Da haben wir diese Themen nicht. Das wird China nachhaltig schaden. Deswegen ist das ein sehr bedeutendes Ereignis. Also drei Artikel neben diesen beiden von Finanzmarktwelt, die Sie hier sehen, noch das Interview mit Jörg Wuttke in einem Schweizer Medium, das aber dennoch natürlich sehr lesenswert ist. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.